Und ja, ich hatte recht. Meine eigene Wenigkeit mit diesen dicken Knutsche-Schmolllippen, wo ich immer noch nichts gegen gemacht habe, dieses gegen, oh nö, Yokozuna. Why? Game, why? Oh Gott, das wird jetzt... ich geh mal, der ist mir zu dick. Der pupst mich auch noch nicht voll tot um. Egal, da komme ich geflogen. Ja! Ah, ich habe dich platt gemacht. Stimmt, ist auch ein Vollcon Anywhere. Nimm dies, dicker Mann. Ich werf dich gegen die Ringabsperrung und dann hau ich dir auf die Schnauze. Gut, es ist ein False Count Anywhere Match. Das heißt, ich habe sogar Vorteile, weil ich verstehe mich sehr, sehr gut auf Waffeneinsatz. Und generell diese ganzen Hardcore-Matches. Komm du doch raus! Kann man die KI nämlich so ein bisschen betucken. So, und jetzt schlagen wir mit dem Stuhl hier auf den dicken Mann hier. Und ja, und da gibt es sogar eine Platzwunde. Da schmeiß ich. Ey, du liegst auf dem Stuhl, falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte. Oh, der Stuhl ist sogar kaputt. Oh, jetzt kriege ich Kopfschmerzen. Nee, nee, ich gehe weg. Und da kommt ein Akatais geflogen. Und da hauen wir ihn einfach mal um. Ach, schade, ich wollte eigentlich einen Aufgabegriff machen. Oh. Oh, das kann ich gar nicht. Oh, shit. Ja, dann prügeln wir einfach irgendwie auf ihn ein und landen noch einen Konter. Und Baseballschläger sogar. Danke dafür. Ich hätte jetzt eigentlich mal mit dem Kendo-Stick gerechnet. Oh, Banzai. Oh, jetzt geht aber hier prügelnderweise. Oh, ja, der saftet aber auch. Oh, oh. Nee, nee. Meiner. Ja, komm her. Gut, ich werde mich jetzt natürlich auf dieser Liste mit dem Match-Abläufen nicht selber mit aufführen, weil, ganz ehrlich, sonst kann ich mir auch gleichen... Hui. Dachte erst, ich flieg da über die Alu-Treppe. Aber ich bin feige, ich hau jetzt einfach ab. Ui! Oh, oh, Holz trifft auf Holz. Oh, schon wieder Holz auf Holz. Och, Herr Jemine. Alter, der... Ah, Hilfe! Was sieht in deiner Hand so lächerlich aus, dieser kleine Zahnstocher? Geh raus! So, Stunner und draußen ist er. Ach komm, jetzt setz mal einfach mal. Ach, stimmt, das wollte ich ja noch ändern. Da war ja mal was. Ich wollte ja einen ganz anderen Dings haben. Kommt ein Yoko geflogen. Ach, Herr Jemine. Nein, dicker Mann. Hallo. Bitte helfen Sie mir. Ah! Mein Katar ist in Gefahr. In großer Gefahr, platt gemacht zu werden. Und ja! Das ist das Schöne, dass man teilweise so die KI, die so. Ja, die. Oh, 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 oh. Ah, oh, I, ah, Rücken. Ich bin aber weg.de. Ach du Scheiße, jetzt kommt der mit der riesen Stahltreppe auch noch an. Das weht fast gut. Jetzt nehme ich mir das Ding mal und werf die Scheiße wieder raus. Kann ich ihn nicht anspringen? Ja! Oh, ich bin voll daneben geflogen. Lassen Sie mich in Ruhe, Hilfe! Dicker Mann! Bin ich kein Finisher? So. Was hab ich denn für einen Finisher?
So, und... Ach ja, stimmt, das habe ich. Fame Esser! Und im Gegensatz zu KI bringe ich sofort das Cover an. Und es bringt mir sogar den Sieg. PS, ich spiele immer noch auf Legendär. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich spiele hier auf Legendär. Sollte mich die KI natürlich in ein Champions League Match reinsetzen, dann werde ich es natürlich dankend annehmen. Apropos dankend, ich gebe ihm die Hand. Er reicht auch die Hand. Ja, man versteht sich nach dem Kampf. War ein super Kampf, halt mehr mit Dingseinsatz, Waffen, aber das passt sich schon. Wir gehen direkt zur nächsten Show. Martial Law, glaube ich, war das. Also der Main Event NXT Ersatz. Und da sehen wir uns dann wieder in einer weiteren anderen Arena. Bis dahin verabschieden wir uns auf wieder geschaut. Und damit sind wir auch schon beim Eröffnungsmatch von Martial Law. Sean Peltier bekommt die Chance, gegen den TV-Champion anzutreten. Ja, mal gucken, wie das jetzt sich hier verhält. Naja, wird man sehen. Ich muss hier gerade kurz was zu Ende schreiben. Achso, ja. Okay, an der Arena muss ich dann auch noch mal ein bisschen was ändern. Zumindest die Bodenbutton-Dings-Beschaffenheit. Und so weiter und so weiter. Ich bin sofort wieder bei euch. Ich muss hier gerade was zu Ende schreiben. So. Ja, Sean Peltier gegen Rusev. Ich weiß nicht, ob wir das Match schon mal hatten. Ja, Rusev natürlich beflügelt durch den Titelgewinn. Darf man ja auch nicht vergessen. Und denke ich mal jetzt, dass er natürlich jetzt auch seinen Standpunkt klar machen will. Gerade gegen so einen Neuling wie Sean. Boah, kann dieses Handy nicht einmal ruhig sein? So, kurz zu Ende texten. Aber Kumpels sind gerade unterwegs auf dem Kartenspielturnier und ich bin gerade so dabei, herauszufinden, wie es bei denen so steht. Anscheinend nicht ganz so gut. Der eine schreibt mir zweimal verloren, ein Unentschieden. Beim anderen weiß ich es nicht. Ich bin nicht mitgefahren. Naja, das ist doch eine andere. Das nächste Mal komme ich dabei. Man hat mir nicht gesagt, was für eine Edition das ist. Ah! Also von Magic Gathering. Aber darum geht es jetzt auch nicht wirklich. Wir sind jetzt hier bei WWE oder bei... Hier den Namen der Liga bitte einfügen. Aber Sean Peltier, der stellt sich hier gar nicht mal so blöder an. Natürlich, ein Sieg über den Champion bringt natürlich mehr Punkte, wenn man es so umsieht. Punkte, wenn man jetzt nach Punktesystem geht. Vielleicht sagt ja man, der New Boss, er zwingt mich dazu, hier Buchführung zu machen. Aber das ist auch Wumpe. Ich meine, dass Sean Peltier hier schon mal gegen Rusev angetreten ist und da auch gewonnen hat. Wenn er natürlich jetzt gewinnt, ist das natürlich ein ganz, ganz großes Aushängeschild für einen Titelkampf gegen Rusev. Ah, Double Foot Stomp. Und noch ein Double Foot Stomp. Ich bin mal gespannt, wann wir wirklich den allerersten CAW sehen. Also... Wrestler, Superstar, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, Athlet. Mein Handy hat vibriert, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Voll der Vibrator. Oh, zwei Niederlagen, ein Sieg. Okay, kann ich auch mitleben. Und andere zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Gut. Ach man, ich wäre so gerne mitgefahren. Ah, eigene Doofheit. Naja. Ja, kaum gucke ich wieder auf den Bildschirm, hier sind Double Footstomp. Und Rusev hier mit der ganzen Kraft fängt sich aber einen Konter ein. Ich dachte, er macht jetzt einen Follow-Away-Slam oder sowas. Aber jedenfalls, durch den neuen Chef wird ja alles auf links gekrempelt. Und wir haben ja auch schon ein paar Szenen gesehen mit Leuten, die noch nicht angetreten sind, aber hier schon große Töne spucken oder am liebsten auch mitbestimmen wollen und eigentlich gar nichts zu mosern haben, nur zu melden haben, auch wenn sie sich selbst für godlike halten.
Aber darauf kommt es jetzt auch nicht an, weil der GM sagt direkt, hör zu, du spuckst große Töne, dann lass große Taten folgen, so, Match, pipapo. Ist ja auch heute Abend der Fall. Ein schöner Slam hier von Rusev, schön weit geschmissen. Ist ganz klar, Rusev muss seinen Standpunkt klar machen, was das Titelgeschäft angeht. Warum habe ich den hier eigentlich auf die Liste mit aufgeführt? Er ist Champion, der braucht keinen weiteren Champion-Titel. Also, Match. Oh, was wird... Oh, da nimmt er ihn auf die Schuhe. Eieieiei, was für eine nice Aktion hier von Sean Peltier. Cover hinterher, reicht das schon? Nein, es reicht nicht, um den Champion bis 3 auf der Matte zu halten. Oh, Konter von Rusev. Ich denke, das war ein Finisher-Konter. Und dann wird es jetzt echt spannend. Ich meine, es ist ein... Für ein Eröffnungsmatch ist es schon fast wieder zu gut. Weil Opener-Matches sind ja meistens mehr so, um den Leuten so zu zeigen, hallo, hier, es geht so allmählich los. Und die fahren hier direkt mit so einer super grandiosen Leistung auf. Gut, ich bin immer begeistert, wenn es hin und her geht und noch spannend ist. Aber Sean Peltier, der setzt sich hier wirklich sehr, sehr gut in Szene. Gegen Rusev. Gut, wenn es natürlich ein Titelkampf wäre, wird das Match wieder ganz anders verlaufen, weil es dann ja auch um mehr geht als einfach nur ein Sieg und eine Niederlage. Ja, Rusev da mit dem Spin-Kick springt voll daneben. Ja, da wurde gekontert und jetzt Rusev in der Ecke. Ja, Flying Forearm oder Flying. Ja, doch, Flying Forearm. Und Rusev wieder mit seinem Überwurf. Also Brock Lesnar mit Suplex City kann es nicht besser. Und oh, Augenpiekser, das ist natürlich nicht so fein. Ah, Jean Peltier, der gibt nicht nach. Der haut hier immer einen mehr raus. Und aufgeben will er auch nicht. Und Backbreaker jetzt von Rusev. Das tut natürlich gut, das tut natürlich weh. Ja, und er geht weiter auf den Rücken los. Klar, das ist die Strategie von Rusev für seinen Camel Clutch, für seinen Rusev Crush. Samoan Drop. Schön gekontert und ich glaube, jetzt will er... Und ja, er setzt... Ja, dieser... Wo ihm den Kopf wirklich fast aus dem Körper reißt. Wird jetzt Sean Peltier tappen oder... Nein, Rusev flutscht sozusagen von seinem gut rasierten Kopf ab. Oh, ich denke, dass Sean Peltier da selbst einen Aufgabegriff zeigen wollte. Vielleicht ein Ankle Lock oder irgendwie sowas. Kann man ja nicht wissen, was der Herr noch so alles im Repertoire hat. Aber er schmeißt jetzt erstmal Rusev raus. Naja, Rusev hält sich fest. Kann aber kontern. Also Rusev, der ist momentan jetzt in einer sehr, sehr dominanten Position. Ist Sean Peltier nicht mal mehr Luft zum Atmen. Und entweder es kommt jetzt noch ein Aufgabegriff. Nein, es kommt einfach nur ein Cover. Reicht das schon? Nein, es reicht nicht. Und Rusev tritt da einfach nochmal nach. Und jetzt die Käsefüße am polierten Kopf abwischen. Ein bisschen nachpolieren. Und oh, das war ein Job. Das hat man ja von hier bis in die letzte Reihe gehört. Aber ich glaube, die Marshall Arena ist ein bisschen größer. Wie die Fallout Arena. Wie gesagt, an der Fallout Arena wird noch gerade, die ist im Umbau. Also für die nächste Fallout-Ausgabe wird die Arena sich ein bisschen ändern. Ja, da rennt er ihn einfach über den Haufen. Ich glaube, das könnte es jetzt wirklich gewesen sein für Sean Peltier. Peltier. Oh, schöne Clothesline. Ah, Sean Peltier schlägt zurück und jetzt kommt er mit einem Aufgabegriff. Sogar fast denselben wie Rusev selbst, aber wird Rusev jetzt einknicken? Nein, er kontert, er weiß natürlich auch, wie man aus so einem Move wieder rauskommt. Ja, die beiden starren sich an, erst einmal durchatmen, dann gibt's den Lock-up. Und Backstabber! Out of nothing. Nowhere, so heißt das. Cover hinterher, 1, 2, nein, only 2 count. Also die beiden, die geben sich hier echt
keine Blöße. Summon Drop. Und das ist so vernichtend von Rusev. Auf den eh schon angeschlagenen Rücken. Und nochmal dieser Aufgabegriff. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Der Rücken ist sehr, sehr lediert. Wird er jetzt tappen? Nein, Rusev lässt wieder los. Ich weiß nicht, ob er da keinen Halt kriegt an der... an dem polierten Köpfelein, an der Glühbirne. Aber immer noch kein Three Count. Also echt, dieses Match ist wirklich hochkarätig. Und Superkick. Und jetzt nimmt da ihn und legt ihn nach hinten ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Finisher war. Ist ja auch egal. Wird es jetzt den Sieg bringen? Ich werde bekloppt. Sean Peltier gewinnt dieses Match. Über den Champion Rusev. Was ihn natürlich in eine super-duper Position bringt, wenn es um Titelkämpfe geht. Ja, er und Travis Canary, die machen hier eigentlich einen sehr guten Job im Universe. Wir kommen direkt flugsgeschwind zum nächsten Match.